Die Baumstämme elegant wie Mikado-Stäbe bündeln und sauber ablegen. Der Vollholzernter schafft das. Kilian Rittmann ist 21. Er hat sich diese Maschine ausgedacht. Du hast es gebaut und hat es funktioniert, oder wie war? Nee, so einfach geht es nicht. Also man kann nicht einfach so sagen, ja, man baut jetzt eine Maschine und dann funktioniert die auf Anhieb. Da steckt sehr viel Arbeit hinten dran und sehr lange Fleiß. Ich war insgesamt 4 Jahre dran. Vor 4 Jahren nämlich hat Kilian Rebmanns Familie ihre Landwirtschaft radikal umgestellt. Auf den Wiesen am Waldrand grasen keine Kühe mehr, hier wächst jetzt Energieholz. Weiden und Pappeln, die schnell wachsen, dann gemäht und gehäckselt werden für die Heizung. Die Maschine zum Ernten, die baue ich euch, hat Kilian zu seiner Familie gesagt. 17 war er da und ganz am Anfang seiner Lehre als Mechatroniker. Abends hat er in der Schlosserwerkstatt seines Vaters Entwürfe gezeichnet, geschweißt, geschraubt, ausprobiert. Dann habe ich dann halt die meiste Zeit konstruiert und gedacht und gebaut und habe dann das Resultat hingekippt und habe gesagt, so, machen wir's. Ich bin auch einer, der immer gern sagt, probier es aus und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das Absägen der Bäume war kein Problem. Solche Sägeblätter sind Standard. Die Herausforderung? Das Aufsammeln der Stämme im selben Arbeitsgang. Bereit zum Abholen. Dass das richtig funktionierte, dass es nirgendwo hier hängen blieb, auch vorne vorm Käfig dann sich nirgends gestaut hat, im Käfig ein schönes Bündel sich gebildet hat und der dann letzten Endes dann schön zur Seite klappt, ohne dass sich irgendwo ein Ast in eine Maschine verhängt. Das war das große Problem, den Fluss hinzukriegen. Auf dem Monitor sieht Kilian, dass sich ein Ast in der Mechanik verklemmt hat. Sein Bruder Marius versucht noch, ihn herauszuziehen. Doch diesmal war es zu spät. Statt sauberem Mikado-Wurf haben sich die Stämme völlig verkeilt. Man sieht ja, es ist ein Prototyp. Er hat halt immer so seine Schwachstelle. Jetzt war jetzt so, dass der Drehkranz gerade eine Kloffe ist. Aber eigentlich funktioniert's. Zwischen den Bäumen klemmt die Ernte vom Herbst zum Trocknen, geschnitten mit Kilians Erfindung. Ich bin sehr stolz drauf, dass es auch funktioniert. Das war auch sehr lang. Es gab ziemlich große Durchstrecke zwischendrin. Aber letzten Endes habe ich es dann doch hingekriegt. Haben Sie jemals gedacht, es geht schief? Nee, nein. Also da bin ich so überzeugt von ihm. Und bis jetzt haben wir das auch immer alles erreicht, was man will. Also von selben her war ich auch überzeugt davon, dass er das schafft. Ein paar Verbesserungen will Kilian noch austüfteln. Dann sucht er einen Landmaschinenhersteller, der seinen Vollernter in Serie baut.